Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Ich bin der Daniel, bei uns hier auf dem Waldgeister-Kanal. Und heute wollen wir euch ein kleines Update zu unserer Sonnenfalle zeigen. Die ist die letzten Jahre hier immer mal wieder gewachsen. Es wurde was gearbeitet mit jedem Bundesfreiwilligen und Helfer. Immer wenn wir Zeit hatten, ich habe natürlich auch ganz viel mitgemacht, ist sie gewachsen. Und die ist jetzt in einem Stadium, wo ich sage, ich glaube, so viel ist da nicht mehr zu tun. Deswegen wollte ich sie euch einmal zeigen. Ja, wo fangen wir an? Also als erstes, wir haben jetzt heute, also erstmal vielleicht, was ist überhaupt eine Sonnenfalle für alle von euch, die das noch gar nicht kennen? Wir haben hier außenrum so einen Ziegelrund mit Lehm aufgesetzt. Wenn ich mich noch richtig entsinne, habe ich das damals mit Leon und Johanna gemacht. Schönen Gruß, falls ihr es seht. Fleißig zwei Bufer vor, boah, das ist bestimmt 5 Jahre her, das muss irgendwie 2018, 19 irgendwann gewesen sein. Und ja, noch länger, ja, irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, und da gibt es auch ein paar Videos noch online, könnt ihr gucken. Und da haben wir die Ziegel erstmal aufgesetzt, weil jetzt haben wir hier leichte Hanglage und wir wollen hier, dass der Frost im Winter draußen bleibt. Also der kommt ja von hinten hier den Hang runter geflossen und der fließt dann hier quasi drumrum. Der kann nur hier vorne so ein bisschen rein. Das heißt, wir können im Frühjahr und im Herbst die kalte Luft so ein bisschen draußen halten. Das hat schon mal dazu geführt, dass hier in den Beeten Kürbisse noch reif geworden sind. Die sind dann rausgerankt auch und außen sind sie verfroren, innen drinnen noch reif geworden. Also da hat man wirklich fast 2 Wochen mehr, wo der Frost noch nicht rein kann und die Nachttemperaturen auch ein bisschen höher sind. Und das damals noch ganz alles ohne thermische Masse hier drin, da komme ich gleich zu. Also nur dieses große Rund, das nach vorne hier offen ist und abfällt, nach Süden natürlich ausgerichtet, damit die Morgen- und die Abendsonne, dass es hier alles schön einströmen kann. Also da, wo ihr jetzt seid, ist genau Süden. Und dann ist das hier genau so, dieser Sonnenwinkel, der hier voll reinbratzelt, dass hier richtig viel Sonne drin ist und viel Grundwärme. Und gleichzeitig natürlich Windschutz, das heißt, wir haben mehr Wärme, aber weniger Feuchtigkeitsaustrag. Ja, und da wir jetzt ja hier auf fast 500 Meter sind in der Bayerischen Rhön, äußersten Zipfel der Rhön, wollten wir noch mehr thermische Masse drin haben, weil es dann doch recht kühl ist hier im Winter und auch im Frühjahr und manchmal auch im Sommer nicht so warm wird. Und deswegen haben wir jetzt heute abgeschlossen hier drinnen noch unsere Wege mit fetten Sandsteinplatten hier gemacht, so Natursteinplatten, die haben wir mal recht günstig bekommen. So fette Sandsteine, die sind jetzt hier teilweise von unserer, wir haben im Hof gepflastert mit dem Nachbar zusammen. Und er hat mir dann die Steine hier vorgefahren, weil was will man damit machen? Er braucht sie nicht, so, und haben wir schön die Kanten jetzt hier mit gesetzt. Ja, und alles begehbar gemacht damit auch, dass die Wege auch nicht mehr so krautig sind. Und wir haben viel mehr thermische Masse jetzt hier drin. Das heißt, über den Tag kann sich das alles schön erwärmen. In der Früh ist der Vorteil, dass hier jetzt hinter und unter den Steinen, weil die sich ja nicht so schnell erwärmen will wie die Außentemperatur, Tauwasser sich bildet und die eigentlich die Beete sogar ein bisschen mit Feucht halten. Die erwärmen sich dann über den Tag und transportieren dann aber die Wärme auch wieder mit in die Nacht und dann haben wir hier eine erhöhte Grundwärme drin. Ja, ein bisschen gießen tun wir im Hochsommer natürlich hier auch, aber ich sag mal, selbst in den krassen Sommern 18, 19 habe ich hier nur alle 2 Wochen gegossen und dann auch richtig intensiv pro Pflanze eine ganze Gießkanne und dann natürlich viel Mulch. Also hier haben wir jetzt gerade noch mit Grasbokashi wieder abgemulcht. Was das ist, findet ihr auch ein Video auf unserem Kanal dazu, also im Endeffekt fermentierter Rasen- oder Wiesenschnitt oder Kräuterschnitt, je nachdem, was ihr so habt. Ja, und dieses Jahr fantastisch hier Tomaten drin, da sind jetzt keine roten dran, die haben wir gerade alle abgeerntet. Und wir haben natürlich auch wieder ganz viel Unterpflanzung, da haben wir unten hier
Oregano, also Dost. Dann haben wir hier Limokraut, so ein frosthartes, exotisches Kraut, das so richtig süßlich, anisartig schmeckt, also ganz spannend. Dann haben wir da hinten hier so schön rotblühend, haben wir Melonensalbei und verschiedene Thymiangewächse. Hier das Bohnenkraut, wo die ganzen Bienen die ganze Zeit dran sind. Die sind hier immer am Fliegen hier. Da ist immer so ein halber Bienenschwarm hier unterwegs und fliegt hier den Dost und auch das Bergbohnenkraut ab. Also als Unterpflanzung haben wir hier eigentlich immer noch eine Begrünung drinne. Dann haben wir noch Tulsi-Basilikum, der sich hier wieder selbst ausgesamt hat vom letzten Jahr. Genau, und dann haben wir noch dieses Ranggerüst dieses Jahr gemacht. Das ist auch eine schöne Sache. Das ist ein bisschen kostenintensiver gewesen, weil das kann man nicht gebraucht holen. Das ist jetzt hier 8 mm Stahl, also dieser Baustahl. Die waren 6 Meter lang. Die haben wir einfach zu einem U gebogen, reingesteckt, hier so ein schönes Rund gemacht. Und dann konnten wir da dran wunderbar die Tomaten hochziehen. Das ging richtig gut. Da kann ich euch empfehlen, so diese Hanfschnüre, die sind schön. Die funktionieren gut, aber ich habe die dieses Jahr ein bisschen zu dünn gewählt mit 2 mm. Dann nehme ich nächstes Jahr mal 3 oder 4 mm, also 3 mm vielleicht, weil die dann doch nicht so stabil sind, wie ich dachte. Also eine ist auch mal abgerissen hier. Aber genau, schön die Tomaten alle mal hier hochgebunden. Und das Schöne ist, man kann dann auch hier wieder lösen. Das heißt, wenn die dann hier zu hoch wird und unten eh schon abgeerntet ist, kann man die hier einmal schön lösen, runterrutschen lassen. Und dann kann man die wieder schön hochziehen, dass der abgeerntete Teil unten auf dem Boden liegt. Das macht der Tomate gar nichts und dann führt man quasi nach. Ja, und hinten drinne, da gehen wir jetzt noch mal hin. Da haben wir noch zwei Feigen von Bernhard Gruber. Die sind beide ein bisschen unterschiedlich, scheinen unterschiedliche Sorten zu sein, weil die unterschiedliche Blätter haben. Seht ihr gleich. Aber beide frosthart und die sind zwar im Frühjahr einmal verfroren, die Blüten, aber die haben Gott sei Dank nachproduziert und da habe ich die Hoffnung, dass die Feigen sogar noch reif werden mit ein bisschen Glück. Auch wenn wir jetzt schon spät im Jahr sind, aber die sehen gut aus. Das gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Genau, und vielleicht der Kameramann so einen kleinen Schwenk mal hier unten durch den Weg, damit ihr mal seht, wie schön wir die Steine hier gesetzt haben. Ja, hier haben wir zwei verschiedene Feigen. Ihr seht hier, die hat so ein bisschen breitere Blätter und die hier. Komm noch mal ein bisschen näher ran. Genau, also hier die Feige breiter und die hier so länglichere Blätter. Es sind anscheinend zwei verschiedene Sorten. Ich werde den Bernhard noch mal fragen. So, und jetzt hier seht ihr wunderbare Ansätze hier von Feigen. Ja, da sind jetzt hier einige dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die noch reif werden. Die sind schon relativ groß. Es dauert aber noch ein bisschen, bis die reif werden. Also ich hoffe, der August bleibt noch warm. Dann haben wir vielleicht Glück, dass wir die mal naschen können. Spannend ist auch bei der, die sind schon ein bisschen größer. Hier oben natürlich noch nicht. Und hier bei der hier, die hat auch Ansätze hier an ein paar Ästen. Aber die sind noch wesentlich kleiner. Also leider, die hatten im Frühjahr beide super Ansätze und dann kam halt nochmal ein ziemlich blöder Spätfrost. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann nochmal wirklich diesen Spätfrost nicht gibt. Dann hätten wir jetzt schon längst Feigen gehabt oder die wären jetzt schon wahrscheinlich fast in der Reife. Aber sie haben dann nochmal nachgezogen, Gott sei Dank auch eine schöne Sache. Ja, und ihr seht, die fühlen sich hier hinten drin richtig wohl. Die gehen jetzt hier auch richtig hoch. Und dahinter ist ja noch unser Ranggerüst mit den Kiwis, mit dem Wein und mit dem Hopfen, wo dann der Ranggang, der Schattengang, wo dann, wenn das sich wirklich dicht wächst mit der Kiwi die nächsten Jahre und dem Wein dann noch Shiitake-Pilze gezüchtet werden sollen. Dass wir die Schattenzone dahinter noch genutzt haben. Und die von hier vorne, damit auch wirklich Schatten ist, macht die Feige jetzt hier so langsam dicht. Die schneide ich dann hier unten wieder ein bisschen aus, dass sie quasi in die Breite und in die Höhe geht. Dass sie hier so ein bisschen spalierartig hochkommt, damit die dann dahinter das Ganze auch beschattet. Und da sind wir schon auf einem guten Weg. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie in den, ich glaube, die ist 3 Jahre jetzt hier, steht jetzt hier im dritten Jahr, dass sie schon dann so groß und so stark geworden ist. Und da wirklich unten auch kann dann der Kameramann ja gleich nochmal zeigen. Also hier unten der Stamm ist schon echt groß. Also da ist er fast schon, ja, da unten sieht man es vielleicht. Ja. Genau, die scheint sich hier, die andere sieht genauso aus. Scheint sich richtig wohl zu fühlen hier in der Sonnenfalle, ja.
Ja, das war unsere Sonnenfalle, genau. Und vielleicht nochmal, weil ihr ja mal wissen wollt, das Ergebnis. Also ich habe die letzten Jahre, es schwankt natürlich immer. Ich hatte ja auch mal welches Jahr, vorletztes Jahr war es ja so viel Regen, da hat es ja fast nur durchgeregnet. Da habe ich hier fast gar keine Tomaten rausgeholt, weil sie alle verfault sind, weil bei nur Feuchtigkeit geht das auch nicht. Im Freiland, das ist klar. Aber ich hatte auch schon Jahre, da habe ich hier wirklich nur aus der Sonnenfalle hier 200 Kilo Tomaten rausgeholt. Und noch Kräuter und ein paar Chilis und ein paar Paprikas, so, weil das einfach hier super gut drinne geht. Also funktioniert wirklich super gut, das System. Und das Spannende ist, an den Pflanzen hier, obwohl ich jetzt im fünften Jahr hier Tomaten drinne habe, immer wieder verschiedene Sorten, habe ich keine Blütenendfäule und habe keine Kraut und ich habe keine Krautfäule. Also ich habe keine große, also na, im Spätsommer natürlich, wenn die Pflanzen dann irgendwann auch Frost kriegen, gehen die kaputt, da kriegen die dann auch ein paar Pilze und so. Aber so über die Vegetationszeit und über die Reifezeit, ich konnte sogar, die waren immer so gut noch, die Tomaten, und so schadfrei, dass ich eigentlich fast alle Tomaten am Ende noch, die fast reif waren, ernten konnte. Dann habe ich sie noch in den Keller gelegt mit Äpfeln, dann noch nachgereift. Ich weiß, die sind dann nicht so super wie die reif auch am Strauch wachsen. Aber die sind immer noch besser als die aus dem Supermarkt. Und da habe ich dann auch immer noch kiloweise grüne Tomaten ernten können, die dann bis in Herbst hier wachsen. Also das funktioniert super, super gut. Die Pflanzen sind richtig gesund, ihr seht es ja auch. Und da das Jahr auch recht feucht war, haben wir die sehr, sehr stark ausgegeizt, also wirklich konsequent ausgegeizt. Und auch angefangen, hier unten dann teilweise die Blätter wegzunehmen, wenn die angefangen haben, wie hier zum Beispiel jetzt so ein bisschen. Trockene Stellen zu kriegen, da gehen wir auf Nummer sicher dieses Jahr. Das muss man in einem Jahr, wo es wirklich wesentlich wärmer ist, nicht unbedingt machen. Da kann man vielleicht sogar auch mal zweitriebig hochziehen und das ein bisschen dichter gestalten, dass man noch mehr Ertrag hat. Habe ich auch schon gehabt. 18, 19 war es ja super heiß und trocken. Da hatte ich hier wesentlich mehr Ertrag, weil ich die noch dichter hochgezogen habe, weil ich gemerkt habe, das Jahr wird super heiß und musste ich dann ein bisschen mehr gießen. Ja, genau. Also, Sonnenfalle. Und ach, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Übers Jahr haben wir natürlich nicht nur hier an unserem Tulsi-Basilikum und so weiter die ganzen Bienen dran, sondern im Frühjahr, deswegen auch nach Süden ausgerichtet, ist ja hier quasi die Morgensonne steht dann hier genau drauf, ja, und auch noch die Mittagssonne, abends dann nicht mehr, ist das hier die perfekte Brutstätte für Solitärbienen. Deswegen auch der Lehm. Das heißt, hier haben wir auch zwei, drei Nisthilfen hier. Ihr seht, kann der Kameramann gleich nochmal draufhalten. Die sind alle voll, alle belegt. Die haben wir neu gesetzt hier, die Nisthilfe, dieses Jahr im Frühjahr oder letztes Jahr. Die ist noch nicht so belegt, was ein sehr gutes Zeichen ist, weil, also die hat ja auch tolle Möglichkeiten. Da sind nur ein paar kleine Wespenartige drin in den kleineren Löchern. Das heißt, die finden hier so viel Lebensraum mittlerweile, dass sie es nicht mehr so brauchen. Da sind die Mauerbienen jetzt gar nicht so drin. Und im Frühjahr sind die alle hier in der Mauer und in den Nisthilfen und das sieht aus wie ein Bienenschwarm. Ja, das ist total irre. Man steht hier vor und denkt, hier ist ein Bienenschwarm, aber es sind alles Solitärbienen. Und das ist halt auch das Schöne, wenn man so eine Sonnenfalle hier mit Lehm aufziegelt, also wirklich mit einem guten Lehm, dann haben die hier die Möglichkeit, überall ihre Niströhren zu machen und im Frühjahr hier wirklich so bienenschwarmmäßig. Also das ist einfach total schön. Und die sind ja auch nicht aggressiv. Man kann hier schön gärtnern und die fühlen sich wohl, man fühlt sich wohl, es summt die ganze Zeit. Also ganz, ganz tolle Geschichte. Und das sind auch bestimmt hier, ich habe noch nicht gezählt, aber es sind immer wieder neue Bienen, die ich noch nicht kenne dabei. Also ganz, ganz viele unterschiedliche auch, die mittlerweile hier ein Zuhause gefunden haben. Genau. Ja, der Kameramann zeigt es euch nochmal und dann ist für heute Feierabend.